Geschichte beginnt mit einem Jungen, der Geschichten liebt. Sie können ihm gar nicht aufregend und abenteuerlich genug sein. Denn beim Schmökern in einer stillen Ecke vergisst er seine Schulprobleme und entflieht dem großen Kummer, den ihm der frühe Tod seiner Mutter bereitet. Doch dann gerät der Junge, der Bastian Buchs heißt, an ein Buch, das ihn, er weiß nicht wie, noch viel mächtiger in seinen Bann zieht als alle früheren. Er schwänzt die Schule und versteckt sich auf dem Dachboden des Schulhauses, um es zu lesen. Bis tief in die Nacht versenkt er sich in die Erzählung vom Zauberreich Phantasien und der grausigen Gefahr, in der es schwebt. Die Geschichte zieht Bastian buchstäblich in sich hinein, macht ihn zum Mitspieler, zur alles entscheidenden Figur sogar. Millionen Lesern des Buchs von Michael Ende ist es fast so ergangen wie Bastian. Und weil die Filmindustrie noch gieriger nach guten Geschichten ist als Bastian Buchs, kam, was kommen musste. So beginnt Bastians Leseabenteuer im Film. Verzeihen Sie die Störung. Wäre es Ihnen recht, wenn ich Ihnen ein wenig Gesellschaft leiste? Ich war den ganzen Tag unterwegs. Zwei kleine und ein großer Bewohner Phantasiens begegnen sich im finsteren Haulewald. Vom Beginn der Phantasienerzählung im fertigen Film zurück zur Produktion der Haulewald-Szene. Colin, komm, steig ab. Okay. Und zu der ruhelosen Frage, wie haben die das gemacht? Gut. Alles nicht bad. Weiter. Du musst weiter raus. So ist gut. Anfangsposition. Nicht so weit, bisschen zurück. So. Beweg dich aber auch, dass man dich sieht. Gut. Franz. Kamera läuft! And action! Hannes Nickel führt Regie beim zweiten Kamerateam, das für die Verfilmung der unendlichen Geschichte notwendig ist und sich über Monate hin nur mit Aufnahmen für Spezialeffekte beschäftigt. Der riesige Felsenbeißer, im Film so hoch wie eine Burg, soll von seinem monströsen Fahrrad absteigen und es wegschieben. Sonst nichts. Doch tief im Innern des Ungetüms schwitzt und dürstet ein Mensch, wenn die Laute, die nach draußen dringen, nicht täuschen. Kamera läuft! And action! Cut! Nothing. No dust. Die meisten der Spezialeffekte-Bastler und der Stuntmen sind aus England nach München
in die Studios der Bavaria gekommen. Die ganze Produktion findet in englischer Sprache statt, in der Hoffnung, dass Shakespeare nicht zuhört. Nach 2 Stunden Drehzeit eine Pause für den Stuntman Colin, der im Bauch des Felsenbeißers in erstickender Hitze schafft. Außer Colin stecken eine Menge Kabel und Batterien unter der gegossenen Gummihaut. Sie dienen unter anderem dazu, die treuen blauen Augen des rauen Gesellen per Fernbedienung zu steuern. Gut auf. Warte mal da noch. Ist frei. Okay. Danke, bitte schön. Du musst aber noch mal Rente, weißt du das? Gell? Heute noch? Ja. Der elegante Winzling im roten Frack ist Deep Roy aus Indien. 130 cm vom Scheitel zur zierlichen Sohle. Hier in der großen Halle 4-5 arbeitet das erste Kamerateam an dem anderen Teil der Anfangsszene im Haulewald. Mit Thilo Brückner, der sich in einen Nachtalb verwandelt hat. Auch die Fledermaus, die der Nachtalb als Flugzeug benutzt, nimmt leise schnarchend an der Szene teil. Nighthawk, this could be serious. Rockbiter, what you have told us is also happening where I live in the West. Doch der Felsenbeißer, mit dem Winzling und Nachtalb hier original Englisch reden, ist gar nicht da. Nur seine Stimme tönt vom Tonband. It's not just in my part of Fantasia. Denn allein schon, um die enormen Größenunterschiede zwischen den Zwergen und dem Riesen darzustellen, wird der Felsenbeißer, wie schon gezeigt, getrennt aufgenommen. Erst im fertigen Film sind Groß und Klein miteinander kombiniert, ist die Szene vollständig. Meine Leute haben mich zum Elfenbeinturm geschickt. Ich soll die kindliche Kaiserin um Hilfe bitten. Ja, das wollen auch wir. Wir haben den gleichen Auftrag erhalten. Und wenn uns die Kaiserin gegen das Unheimliche nichts nicht helfen kann, wer dann? Was stehen wir hier rum und quatschen? Wo warten wir noch? Wir müssen zum Elfenbeinturm und zwar schnell. Er hat recht. Richtig. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Keine Zeit. Ja, richtig. Phantasien, nicht schwer zu erraten, ist das Reich der menschlichen Vorstellungskraft. Es ist aus den Träumen und Sehnsüchten und absonderlichen Einfällen der Menschen hervorgegangen in seiner Vielfalt und Pracht. Doch Phantasien ist in Not. Von allen Seiten bedrängt eine alles vernichtende Gewalt das Sagenreich. Wo immer dieses blinde, gesichtslose, unaufhaltsame Ungeheuer angreift, verschlingt es Berge, Seen und Städte ohne eine Spur. Nichts bleibt übrig, nicht einmal Trümmer, nicht einmal eine Wüste, wenn das Nichts naht. And action. Ein winziger Elektromotor bewegt die Fledermausflügel. Unten dran hängt der Nachtalb wie an einem Hanggleiter. And
Ryan Johnson, der Boss der Spezialeffektmannschaft, lässt wie ein Marionettenspieler die Fledermaus-Miniatur um den Felsenbeißer herumfliegen. Möglichst verblüfft soll der Riese dem Fledermausflieger hinterdrein schauen. Wenn er weg tut, jetzt was ich gemacht habe. Yeah, very good what you did with the hand moving back. Shake your head. Dieser zweite Felsenbeißer kann nicht laufen oder radeln, nur da sitzen. Er ist für Großaufnahmen gedacht und deshalb besonders um Mund und Augen herum vielfach beweglich. In einer Pause schnappt der Operator Luft, der auch in dieser Figur steckt. Er bewegt die gewaltige Kinnlade, die nicht nur Steine zermalmen, sondern überzeugende Sprechbewegungen vollführen soll. Das feinere Mienenspiel bis zum zarten Naserümpfen steuert eine Gruppe von Operateuren über mechanische Kabelzüge. Eine professionelle Puppenspielerin lässt den Felsenkerl gemütvoll mit den Augen rollen. Ein Fernsehmonitor zeigt ihr die Wirkung ihrer Fingerfertigkeit. But we can't even wait for a racing snail. Und schön mit den Augen hin und her. Dann mach's noch einmal bitte. Schön aufgeregt, auch mit den Augen. Achtung, die Stimme für den Felsenbeißer ist vorher aufgenommen worden. Sie wird vom Band zugespielt. Where are you? Don't worry, it's a racing snail. Siehst du, da ist es! Das Herz von Phantasien! Auf der Spitze des Elfenbeinturms wohnt die milde Herrscherin Phantasiens, die kindliche Kaiserin. Boten aus den fernen Winkeln ihres bedrohten Reichs hoffen, dass sie es vermag, dem Nichts Einhalt zu gebieten. Aber die Kaiserin braucht selber Hilfe. Obwohl sie unsterblich jung zu sein schien, hat eine unerklärliche Krankheit sie befallen. Es ist, als zehre das Nichts sie von innen her auf. This is not the time, the place for children. Did you hear? Im Namen der Kaiserin beauftragt ihr Berater Chiron, einen Indianerjungen namens Atreyu, auf die Suche zu gehen nach Heilung für die Herrscherin und nach Rettung vor dem Nichts. Uraltes, mystisch-religiöses Motiv, das noch heute oder heute wieder verborgene Seiten berührt. Ein Kind soll retten, wo kein Großer mehr weiter weiß. Ein tapferer kleiner Knappe soll die leidende Herrin erlösen. Ja, sehr gut. Monate vor dem Weihespiel im Studio, Monate vor Drehbeginn. Probeaufnahmen mit Noah Hathaway aus Amerika. Er soll den Atreyu spielen und auf der Schimmelstute Artax reiten. Denn eins steht von vornherein fest. Der Film wird so teuer, dass er sich nur dann bezahlt macht, wenn er in Amerika Erfolg hat. Vor allem in Amerika. Und dafür braucht man amerikanische Darsteller.
Trio, der Indianerjunge, hat sich auf einen weiten Weg gemacht. Er will zur uralten Morla, einer Schildkröte, die als äußerst kenntnisreich gilt und vielleicht Rat weiß. Doch dazu muss er mit seinem geliebten Ross erst ein riesiges, phantasisches Moor durchqueren, die Sümpfe der Traurigkeit. Take one and board cameras one and two. Viele Tonnen Moormodder und Torf, von Lastwagen herbeigekarrt, haben die größte Studiohalle auf dem Kontinent in eine Schlammwüste verwandelt. Das ist, was man industrielle Filmproduktion nennt. Statt hinauszugehen in einen natürlichen Sumpf, baut man sich einen künstlichen ins Studio. Aber das muss so sein, damit Kameramann Just Vacano und Regisseur Wolfgang Petersen die Produktionsbedingungen unter Kontrolle haben. Das Licht, die Atmosphäre, den Sumpf, das Pferd. 7 Wochen lang haben 2 Trainer aus England diese Welsch-Araber-Stute darauf dressiert, bis zum Kinn in dem Sumpftümpel zu versinken, ohne aufzuscheuen, ohne zu schwimmen, ohne auszubrechen. Atreus' Pferd steht auf einer hydraulischen Hebebühne. Es versinkt im Film wie in Endes Buch, weil es von der Traurigkeit der Sümpfe angesteckt und gelähmt wird. Aber der Fluchtinstinkt des Tiers ist noch wach. Stein! Stopp! 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 Come back. Jump back. Chris, hang on here with that. And then, I say, Artax, you're sinking. Come on, now. And then I go, Artax, please. You're letting the sadness of the swamp take over. Wolfgang Petersen probt mit Noah, was Atreyu seinem Pferd vergeblich zuruft. Lass die Traurigkeit nicht an dich heran. Gib dich nicht auf. Aus einem Gemisch aus Heißluft und Trockeneis entsteht Nebel, wie er sich für einen Sumpf gehört. Go this way. You're too heavy. Die Landschaften Phantasiens sind in Wahrheit Seelenzustände. Come on. Come on, Artax. We have to turn around. In Phantasien sind nicht Sümpfe traurig. In Phantasien ist die Traurigkeit ein Sumpf. Nur wer sich der Traurigkeit überlässt, wie Atreus Pferd, versinkt in ihr. Artax! You're sinking! Come on! Come on, boy! Artax! Please! You're letting the sadness of the swamp take over! Please try. Got. 319, top 3 and 4 for cameras 1, 2, 3. Keep it very quiet.
Der Regisseur ist noch lange nicht zufrieden. Die Einstellung wird wiederholt. Das heißt, den verdreckten Jungen in den Zustand vom Anfang der Szene zurückversetzt. Ihm die Haare waschen und föhnen. Ihm eine identische, aber noch trockene und saubere Lederkluft zu verpassen und frische Mokassins. Nicht anders mit Atreus' Stute. Das kostet nicht nur Zeit. Preis eines einzigen Drehtags wie hier in den Sümpfen, die fast 4 Wochen in Anspruch nehmen, 200.000 Mark. Ton. Ab. Kameras. Ab. And. Action! Artax! You're sinking! Come on! Artax, please! You're letting the sadness of the swamp get to you! You have to try! Please, boy! You have to care! You have to try! For me! You're my friend! I love you! Regisseur Peterson verfolgt die Szene auf einem Bildschirm, der ihm den Kameraausschnitt zeigt. So gebannt wie der Regisseur im Studio, so gebannt folgt Bastian auf dem Dachboden seiner Schule den Abenteuern Atreus, dessen Tapferkeit er bewundert. Wie die Erzählung kehrt auch der Film immer wieder zu dem Jungen zurück, der immer heftiger Anteil nimmt am Drama Phantasiens. Gelingt es, das Nichts aufzuhalten? Und was ist das, dieses Nichts? Das Nichts ist Nichtsein, ist totale Vernichtung, ist das Verlöschen von allem, was lebt. Ist unvorstellbar wie unser eigener Tod. Und doch haben die Filmleute vieles versucht, um das Nichts sichtbar, zumindest ahnbar zu machen. Sie haben zum Beispiel in einem Wassertank aus Plexiglas, einer Art Aquarium, Farbemulsionen verteilt. Die schweben im Wasser und lassen, mit der Kamera festgehalten, bedrohliche Himmelserscheinungen entstehen. Bilder eines feindseligen und todbringenden Himmels, der aufsaugt, verschlingt und verstrahlt, was ihm begegnet. Eines Himmels wie nach einem Atomkrieg. Aber hat es Michael Ende so gemeint? Der Erzähler der unendlichen Geschichte in seinem Garten hat sich einen leisen Film vorgestellt. Bei ihm zerfließt das rote Phantasien sanft ins Nichts, wie ein Traum, wie eine verlorene Hoffnung. Deshalb war der Konflikt vorherbestimmt, der schon bei Beginn der Dreharbeiten ausbrach zwischen Michael Ende und dem ehrgeizigen Produzenten des Films, Bernd Eichinger.
Denn Bernd Eichinger will eine große, donnernde Kinooper, die es weltweit mit den Superproduktionen Hollywoods aufnimmt. Er ist auf seine Art besessen von der Unendlichen und er riskiert viel. Der Glücksdrache Fuchur hat Atreyu aus den Sümpfen gerettet. Jetzt fliegt der Junge in Studio 6 auf dem Fabelwesen, das ohne Flügel durch die Luft gleiten soll wie ein gemächlicher Blitz. Die Kamera, auf einen leicht beweglichen Kran montiert, schwebt und schaukelt nebenher. Diese Eigenbewegung soll die Flugillusion verstärken. And look back and laugh and smile. Yeah, and Noah, lean forward. Lean forward, yeah. And now we have a little left turn, left turn. Yeah. And that's it. And look back. And look back and laugh. And look back again. That's great. And forward. Yeah, and lean down. 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 Go forward, down. Atreyu fliegt nicht durch tiefblauen Äther. Der blaue Schirm, vor dem er mit Fuchur dahinzusausen scheint, ist ein Bluescreen. An seine Stelle treten echte Luftbilder von Wolken und Landschaften, die aus einem Flugzeug heraus aufgenommen worden sind. Diese Flugaufnahmen werden auf den rechten Bildschirm im Studio zugespielt. Dadurch können sich die Kameraleute den Flugbewegungen auf der Mattscheibe anpassen. Very good. And now comes the hill, and look back. Und im fertigen Film. Achtung, hier kommt der Bergsattel, den der Drache eben schon im Studio überquert hat. Leaving so soon? I was just going to. I have to. I was trying to. Sneak away? I like children. For breakfast? Ja, jetzt ist wieder schön. Das muss eben gut synchronisiert werden mit den Augen, die dann auch gleichzeitig sich verengen. Und pass auf, dass das rechte Auge nicht immer größer bleibt. No, never. I'm a luck dragon. Überhaupt der Drachen, der so gar keine Ähnlichkeit hat mit den feuerspeienden Ungeheuern der altdeutschen Sage. Nicht weniger als 18 Operateure sind nötig, um das freundliche Flugtier über alle diese Kabelzüge lebendig zu machen und es zu seiner klangvollen Tonbandstimme wohlartikuliert sprechen zu lassen. Could you climb up and scratch behind my left ear? I can never quite reach it. Fuchur, der Glücksbringer, bittet seinen neuen kleinen Freund, ihn hinterm Ohr zu kratzen. Da komme er nie richtig hin. Yes. Oh, that feels good. Thank you. Und zurückfahren. Langsam gehen, slowly. So, little fella, you're on your way to the Southern Oracle. Atreyu ist bedrückt. Fuchur heitert ihn auf. Sie würden es schon finden, das südliche Orakel, das die Rettung für Phantasien ganz gewiss weiß.
It's right around the corner. How did all this happen? Und lächeln. With luck. Atreyu nähert sich dem Rätseltor durch ein Tal der Verlassenheit, das im Bluescreen-Verfahren um ihn herum projiziert worden ist. Ganz wie bei den Helden des Altertums, bei Odysseus und Ödipus ist es eine Prüfung, die er bestehen muss, um seinen Auftrag zu erfüllen. Die Sphinxen sind äußerst gestrenge weibliche Wesen. Sie stellen keine Fragen. Sie erspüren den inneren Wert eines jeden, der zu ihnen kommt, und lassen sich durch den äußeren Glanz der Erscheinung nicht eine Sekunde lang täuschen. Wer ihnen nicht genügt, den töten sie auf der Stelle. Wie diesen Ritter, den seine stolze Rüstung nicht schützen konnte. Very slow to the face, so we sometimes only have one line in the voiceover and it will be not enough in my opinion. I then we can make an Produzent Bernd Eichinger rechts, daneben Hermann Weigel, Eichingers engster Mitarbeiter, und Wolfgang Petersen. Sie haben eine Drehbuchkonferenz nach einem harten Tag im Studio und reden sogar untereinander Englisch, denn Bob Easton ist mit dabei, der Skriptberater und Sprachcoach aus USA. I think automatically we can lose the bottom half of 87. You showed already, Bob. Bottom half of 87? No, I don't believe it's 87. Wie Bastian den kühnen Atreyu bewundert, so bewundert das deutsche Schaugeschäft und nicht nur das deutsche den noch nicht 35-jährigen Eichinger für die Verwegenheit, mit der er all sein eigenes und sehr viel fremdes Geld auf dieses Filmprojekt gesetzt hat. Also, I think it shouldn't be wind up to a scene where you suddenly have a lot of time going on, you know. I mean, I think it should be a very intense, but a very short sequence. I agree. Either it's Sie stecken in der letzten Phase der Dreharbeiten, aber bis zum Schluss werden Szenen und Dialoge umgekrempelt. If you look at the scene really, how it starts, when we say, then they flew for days and nights until they came to the sea of possibilities. Es geht um eine Szene, in der Atreyu mit dem Drachen an den Rand des Nichts gerät und von Fuchurs Rücken heruntergeschleudert wird. We could go in with a dialogue like, what is it, Falke? What's wrong? Exactly. In other words, can we say, this is something else that nothing is doing, and show the clouds and the storm and the updrafts? Oh yes, it's established. Atreyu, when he falls, is not sucked away, he's falling down. Is that a problem? I don't think that's a problem, because otherwise the dragon has to be sucked up also. But without a time cut in between, so that we can cut, let's say, from one rolling and the other one is coming close and they turn around and a huge one is coming this way, and then we can cut to the next, let's say, long shot of a nothing sky with the first animated dragon, because we need some cuts where the dragon is torn, you know? Da ist es, Atreyu, das Nichts. Yeah.
Bastian Buchs in seinem Versteck auf dem Dachboden. Und auf einmal ist die Superproduktion so einfach, wie ein Film nur sein kann. Die Kamera beobachtet, wie der Junge auf die unerhörten Begebenheiten in dem magischen Buch reagiert und wie er in immer größere Spannung und Verwirrung gerät, als er merkt, dass diese Geschichte von der Not Phantasiens sich an ihn höchstpersönlich richtet, für ihn ganz allein geschrieben scheint. Sie proben, wie der Junge sich aus seinem Proviant einen Apfel holt. Die Kids aus Kalifornien kommen alle gut zurecht mit Wolfgang, dem Regisseur. Barrett Oliver spielt den Bastian. Er ist nicht dick wie der im Buch, doch auch Michael Ende kann in ihm seinen traumäugigen Leserabenteurer wiedererkennen. Denn dieser Bastian lässt etwas spüren von dem, was Ende mit seinem Buch auch sagen wollte. Dass die Faszination des Lesens mit keiner Kinotechnik einzuholen ist. Für 60 Millionen drehen sie hier im Grunde einen Werbefilm fürs Bücherlesen. Das nahende Nichts lässt auch die Ruinenstadt erbeben. Und Ton läuft. Kamera. In den Ruinen begegnet Atreyu dem Gmorg, einem Wolf, der verwundet in einem Kellerloch kauert. Von ihm erfährt er, warum Phantasien untergeht. Die Menschen glauben nicht mehr an ihre Träume und Hoffnungen, aus denen Phantasien ja besteht, und durch die allein es lebt. Die Menschen kommen nicht mehr nach Phantasien, deshalb stirbt es. So spricht der Gmorg, mit Hilfe seiner engagierten Drahtzieherinnen. It is like a despair, destroying this world. And I have been trying to help it. But why? Because people who have no hopes are easy to control. And whoever has the control has the power. People who have no hopes are easy to control. And whoever has the control has the power. Der Gmorg sagt etwas Hochpolitisches. Die ihre Hoffnungen und ihre Vorstellungen von einem besseren Leben verloren hätten, seien leicht zu beherrschen. Deshalb seien die Herrschenden auf der Erde an der Vernichtung Phantasiens interessiert. Deshalb wollten sie, dass die Menschen Phantasien vergessen. Bob Easton trainiert die Drahtzieher, damit die Maul- und Zungenbewegungen des Wolfs sogar beim englischen TH wie in Nothing stimmen. And then the nothing
You can open the mouth just slightly wider on the vowel nah, nothing than you have been, which then gives Gunther a chance to get the tongue forward. Nothing. Let's just practice that. One, two, three, nothing. One, two, three, nothing. That's looking good now. I was sent to kill the only one who could have stopped the nothing. I lost him in the swamps of sadness. Der Gmorg erklärt Atreyu, dass von den Herrschenden beauftragt sei, ihn zu töten, weil versuche, das Nichts zu stoppen. I have stalked him for so long. I am almost too weak to kill you. But I will find the strength. The tongue position is very good now on strength with the tongue going forward, Gunther. On find, Tommy, if you can open the mouth a little wider on thigh. One, two, three, find the strength. That's good. One, two, three, find the strength. That's very good. So that should be an asymmetrical movement, or as you say, asymmetrisch. Jetzt geht es nur noch das Knurren und Fauchen des Gmorg, ehe sich mit letzter Kraft auf Atreyu stürzt. Stuntman Bobby Porter, 26 Jahre alt, hat sich in Atreyu verwandelt, bis hin zu der Wunde, die ihm der Gmorg beigebracht hat. Noah Hathaway hat den Wolf getötet mit einem spitzen Stein. Doch nun wird es zu gefährlich für ihn. Action is for the gimbal to move. That's me also. So I would say after action, you wait maybe 2 seconds, 1 second, and then jump. Yeah, so you can, when I say action, you can prepare your hand. Denn das Nichts, das sich schon grollend angekündigt hat, soll über die Ruinenstadt hereinbrechen. And then, I think at that moment we are like that. And then you run back all the way. You don't want the small steps. You don't want until here, if it's possible. Yes, till here. Laufen alle Kameras. And effects. And action. Bobby! Kameras auf der Kippe montiert, sind mitgekippt. Für die Kameras sieht es aus, als würden die Mauern der Ruinenstadt von einem ungeheuren Sog seitlich weggerissen, während Atreyu alias Bobby Porter sich an den knorrigen Ast klammert und waagrecht über dem Boden zu schweben scheint. Beifall für den Stuntman. Doch der Regisseur will das Ganze nochmal. Von neuem entstehen die Mauern der Ruinenstadt
deren Steine zum Glück aus Styropor sind. Bis zum letzten Grashalm wird die Kulisse auf der Kippe von den Bühnenarbeitern wiederhergestellt. And action! Im Anschluss muss der richtige Atreyu für den Kinozuschauer wieder zu erkennen sein. Also muss Noah Hathaway wieder ran, muss sich bei senkrechter Kippe an den zähen Ast hängen, damit es aussieht, als zerre der rasende Sog des Nichts an ihm. Wolfgang Petersen und Bernd Eichinger vergewissern sich, dass die Szene auch so verblüffend wirkt, wie sie wirken soll. So. Bernd Eichinger sieht den Fantasy-Action-Film entstehen, der ihm vorschwebt, und weiß doch schon, dass Michael Ende diesen Film ganz und gar nicht gut finden wird. Tatsächlich zieht Ende seinen Namen zurück und sagt über den fertigen Film unter anderem: Das Wichtigste in diesem Film wäre natürlich gewesen, ein Fantasien hinzustellen, das wirklich Fantasie, die Welt der Fantasie zeigt. Dazu ist zu sagen, was an Fantasie in diesem Film enthalten ist, das übersteigt kaum das Niveau eines mittleren Nachtclubs. Es fehlt eigentlich im Grund im Interieur des Elfenbeinturms nur noch die Glitzerkugel an der Decke und eine Girltruppe, die auftritt. Und schon wären wir mitten in einem Nachtclub. Alles, was geheimnisvoll, magisch hätte sein müssen, ist total platt und banal geworden. Der Elfenbeinturm selbst wird in diesem Film gezeigt als eine Art Fernsehturm mit drei Richtantennen, ich weiß nicht warum. Die Sphinxen sind wohl mit einer der größten Peinlichkeiten in diesem Film. Es handelt sich um ein paar vollbusige Stripperinnen, die da in der Wüste sitzen. Vollends Orgien des Kitsches werden gefeiert im letzten Teil des Films im Zimmer, im Raum der kindlichen Kaiserin, die auf einem gesteppten Hollywood-Bett sitzt. Es fehlt sogar nicht einmal die Muschel im Hintergrund. Es ist einfach unsäglich. Es ist eine unsägliche Geschichte daraus geworden. Schunden und elend kehrt Atreyu zur kindlichen Kaiserin zurück. Er hat das Nichts nicht aufhalten können. Es hat Phantasien mit all seinen Geschöpfen verschlungen. Nur der Elfenbeinturm, nur Atreyu und die Kaiserin sind noch übrig.
Tammy Stronach, 11 Jahre alt, auch aus Kalifornien, bereitet sich auf die Schlüsselszene der Geschichte vor. Sie wird dem verzweifelten Atreyu erklären, dass seine Suche doch nicht umsonst war. Denn mit seinen Abenteuern sei es ihm gelungen, einen Menschenjungen auf einem Dachboden auf der Erde auf das vergessene Phantasien aufmerksam zu machen. Denn nur ein Menschenkind, das sich zu seinen Träumen und Wünschen bekennt, könne Phantasien retten und neu erschaffen. Die Kaiserin ahnt schon den Geist des Bastian Buchs, der ihr immer näher kommt, sie sogar schon hört. Doch der Junge auf dem Dachboden kann sich noch immer nicht entschließen, den Sprung nach Phantasien zu wagen. Es muss noch schlimmer kommen. Das Nichts muss den Elfenbeinturm packen, ehe Bastian sich ein Herz fasst. Traust du dich denn nicht, uns zu retten? Hilf uns! Nichts erscheint in Petersens und Eichingers Film rein als äußere Gewalt. Es zerfetzt Phantasien wie ein atomarer Orkan. Wenig ist davon zu merken, dass Michael Ende mit seinem Nichts vor allem das Elend der Seele meint, die Hoffnungslosigkeit und Resignation der Menschen, das Abstumpfen ihrer Empfindungs- und Vorstellungskraft, das die Vernichtung der Natur und die Selbstzerstörung der Menschen erst möglich macht. Und doch hat es bei den Dreharbeiten Augenblicke gegeben, in denen sich ohne Trick und Spektakel die poetische Kraft offenbarte, die so viele Menschen zur unendlichen Geschichte hingezogen hat. So ist es gewesen, als Bastian Buchs der kindlichen Kaiserin zum ersten Mal begegnet, als ihre Schönheit ihn überwältigt und sie ihn beauftragt, aus dem Staubkorn, das sie ihm übergibt, Phantasien neu zu erschaffen. One grain of sand. It is all that remains of my vast empire. You are so beautiful. Thank you for the wonderful name. Fantasia has totally disappeared. Yes. Then everything's been in vain. No, it hasn't. Fantasia can rise in you from your dreams and wishes. How?